Seit Jahrhunderten leben in der Spree ganz viele unterschiedliche Wesen. Manche Wesen sind groß und brauchen viel Platz. Andere Wesen sind klein und schlafen ganz viel. Es gibt Wesen, die leuchten und Wesen, die die Dunkelheit lieben. Es gibt zu allem immer ein richtig oder ein falsch in euren Vorstellungen. Wie sähe eine Gesellschaft ohne Normen aus?